Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Leute, nur noch das Handtuch des Überlebens kaufen. Ja. Und also günstig, 7,95. Ja. In diesen Zeiten müssen Sie es viel teurer verkaufen. Ja. Ich glaube, Sie haben den Wert von Büchern noch nicht erkannt, das ist, oder? Das ist gut, was Sie sagen. Mhm. Also das ist sicher ein Titel, der zurzeit sehr gefragt ist. Mhm. Und es ist unglaublich, wenn man dieses Buch durchlesen würde, würde man wahrscheinlich die Ängstlichkeit des derzeitigen Umstandes auf ein ganz Wesentliches reduzieren. Ja, wenn man sich den wahren Gefahren des Lebens bewusst wird. Sagen Sie mal, kaufen jetzt eigentlich Menschen, wo sie jetzt dann sowieso jetzt eher im häuslichen Kreis sich bewegen müssen, mehr Bücher? Also ich würde schon sagen, dass es jetzt doch einen leichten Anstieg gibt, würde auch gerne meine Kollegin zu Rate ziehen, Frau Mock. Die Frau Mock möchte nicht. Na, das ist völlig okay, Frau Mock. Für sowas haben wir einen Chef, verstehen Sie? Ja, eben, ja. Na, für sowas haben wir einen Chef. Es ist noch zu wenig Zeit vergangen, um schon eine Tendenz ausmachen zu können. Aber es liegt auch ein wenig an dem Buchhandel. Man könnte ja dann sagen, in solchen Zeiten der Quarantäne ist ein Buch unter Umständen ja nicht die schlechteste Idee. Ja, es gibt ja so ein Buch über die Zeit der Cholera, wir haben das geschrieben, Südamerikaner. Ich erinnere eher an Camus, die Pest. Ich glaube, dass der Umstand eine Sache nicht in den Griff zu bekommen, eine Sache nicht in der Hand zu haben, dass das auch ein ganz wesentlicher Beunruhigungsfaktor ist. Aber jetzt kriege ich schon ans Herz, weil ich alles an Mitteilungen herausgeholt habe, was ich nur herausholen kann. Und das geht bei mir ans Herz. Sie sind eigentlich ein sehr gütiger Mensch. Selbstlos, uneigennützig und großherzig, oder? Okay. Das ist doch Ihr Wesen. Mir tun gerade das heraus. Also, dann. Der räumt nämlich, dieser Mensch, früher, haben Sie mal gesagt, waren Sie im Ruffini-Haus und jetzt machen Sie ganz Schluss, oder? Der Herr Vogel sang ein Nachfolger, der übernimmt es und ein sehr fähiger Buchhändler und auch menschlich ein herausragender Typ, der übernimmt es. Der Herr Marquardt hat ja dafür gesorgt, dass auch die kleinen Unternehmer aufgrund der Miete, die Stadt München diesen Leuten eingeräumt hat, die günstige Miete, dass die kleinen Leute da weiterhin ihre Geschäfte betreiben können. Ja. Ich finde es wirklich toll, dass das so geklappt hat. Schauen Sie hier zum Beispiel ein Buch über die schlimmsten Dinge. Ich weiß nicht, ob es über ein Coronavirus drinsteht, aber Damen und Herren, in diesen Zeiten von Corona und Covid-19, ich sage es Ihnen, holen Sie sich ein Buch, lesen Sie wieder. Obwohl ich mir jetzt da in den Finger schneide, verstehen Sie? Fernsehen schauen kannst du auch nicht immer. Also nur als Idee, wir schauen etwas weiter. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Ja, Damen und Herren, geht mit der Apothekertüte zum Einkaufen. Ja, so ist. Das ist doch ein seltsames Gefühl auf dem Viktualienmarkt, wenn nichts los ist, oder? Ja, also so lau habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber als Einkäufer eher wohltuend, dass du nicht durch die fremden Gruppen mit 30 Leuten durchgehen musst. Du wirst nicht durchgeschummt, sondern kannst selbstbestimmt durchschreiten, oder? Ja, genau so ist. Wie bereitest du dich auf dem Virus vor? Ja, wir haben gestern erfahren, dass wir unsere Falkenfahrt nach Freiburg wahrscheinlich absagen müssen. Ja. Wann hättest du fahren wollen? Ja, am 11. Juni. 4 Tage von den Leichnam, wie immer. Eigentlich schon, gell? Weil euer Faschingszug war ein Riesenerfolg, gell? Ja, schon. Aber hat auch ziemlich einen Ärger gegeben. Wieso denn das? Ja, weil da waren etliche Gruppen beteiligt, die sich nicht angemeldet gehabt haben. Die sind einfach mitgefahren? Und die sind dann hinterher auch auffällig geworden, weil sie einen Riesenlärm gemacht haben. Und aber als Veranstalter hast du fast keinen Scheiß, gell? Ja, klar. Also er gehört zu den damischen Ritter, wissen Sie? So sah der damische Ritter in Zivil aus. Ja. Hätte es echt nicht gekannt da. Okay. Ohne Helm und ohne Federbuschen, kein Schwert dabei. Oder hast du es getarnt? Das langt, wenn du einen Zettel hast, was du kaufen musst und einen Geldbeutel, wo genügend drin ist.